Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu FIFA 15, unserer Karriere mit Werder Bremen. Und zwar haben wir hier jetzt die Winterpause, die wir einmal, ja, beglücken können und in der wir uns möglicherweise auch verstärken können. Ich habe eine Anfrage bekommen, dass wir, oder ob wir nicht eventuell Aaron Hunt zurückkaufen können. Geht leider nicht, denn derjenige, wir können auch mal ganz kurz vielleicht schon mal nachgucken. Zuallererst einmal können wir mal ins Büro schauen und dort halt und dort mal hier den Posteingang checken. So, Nordirland will uns als Trainer haben, ist uns aber egal. So, im Wettbewerb haben wir zusätzliche Mittel bereitgestellt. Wettbewerb Deutscher Pokal, Transferbudget 125.000 extra. Damit können wir gut leben auf jeden Fall. David Selke, es ist fantastisch, dass Sie mich so oft einsetzen, Trainer. Danke für Chance. Na, also Deutsch muss noch gelernt sein. Danke für Chance. Sehr gut. So, auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Aaron Hunt können wir nicht verpflichten, wie das der Wunsch war. Denn, wir können mal ganz kurz gucken. Hunt. So, Aaron Hunt haben wir hier. Und wir schauen einmal ganz kurz hin. Kürzlich für 12,5 Millionen, was gar nicht stimmt, von Werder Bremen gekommen. Also virtuell gekommen. Und deswegen können wir ihn leider nicht verpflichten, nur auf die Wunschliste setzen. Natürlich sehr doof. Was ich aber vorhabe, ist was anderes. Und zwar habe ich vor, einen anderen alten Stürmerstar von Werder Bremen zu kaufen oder kaufen zu wollen, möglicherweise kaufen zu wollen. Und zwar Ivan Klasic, wollte ich gerade schon sagen. Miroslav Klose natürlich. Genau, Miroslav Klose, das ist mein Wille. Oder was ich mir so vorstellen könnte. Der hat zwar sein Alter. Und ist dafür aber noch fit. Und den können wir uns sogar leisten. Aber was wir dafür tun müssten, wäre folgendes. Und zwar einmal die Finanzen begutachten. Wir brauchen nicht so viel Transferbudget, dafür mehr Gehalt. So am besten so 90.000 Gehaltsbudget. So, das wäre schon mal ganz gut. So können wir nämlich uns möglicherweise unseren Miro wieder zurückholen. So, liebe Freunde, dann mal auf, Spieler suchen. So, ich wollte auch schon mal Claudio Pizarro verpflichten oder... Ich habe mal geschaut, auch der hat nicht mal so einen hohen Marktwert. Marktwert 1 Million Euro, glaube ich. Knapp 1 Million. Aber der hört nach der Saison auf. Daher können wir ihn nicht verpflichten. Sehr dumm. Okay, aber was laber ich hier viel rum? Miroslav Klose. Miroslav Klose, da haben wir ihn noch. Genau. So, wir schauen mal ganz kurz. Der spielt bei Lazio Rom, der Gute. Vertrag läuft in 7 Monaten aus, aber er will noch nicht aufhören mit der Karriere. Also mal ganz kurz Anfragen zu Miro. So, haben wir gemacht. Und da bin ich mal gespannt, was es hier bringt. Ob wir jetzt irgendwie Rücknachrichten bekommen oder sowas. So, wir schreiten voran. Hallo Tag, bezüglich Ihrer Anfrage zu Miroslav Klose möchten wir Ihnen mitteilen, dass sich unsere Preisvorstellung im Bereich von 1,7 Millionen Euro bewegen. Okay. Das ist schon mal eine Stange. So, okay. Aber das können wir uns, wie gesagt, eigentlich leisten. Insofern wieder mal zurück ins Transferfenster hier. So, Klose haben wir ja schon hier eigentlich drin. Aber egal, nochmal. Da haben wir ihn. So, wieder eine Anfrage, aber ich will doch... Momentchen mal, ich muss doch irgendwie jetzt die Anfrage direkt machen können, oder? Also, wegen der Preisvorstellung oder so. Dachte ich zumindest eigentlich. So, jetzt gucken wir nochmal hier ganz kurz drauf. Nö, können wir nicht machen. Wir möchten Ihnen mitteilen, dass sich unsere Preisvorstellungen im Bereich von 1,7 Millionen Euro bewegen. Toll. Schön. Ich will ihn aber auch dann mal kaufen, beziehungsweise ihm einen Vortrag. Was? Ach so, Nordirland hat zurückgezogen. Und wir haben noch mehr Nachrichten, anscheinend. So, 1,7 Millionen wissen wir. So, El Giro Elia will gern bleiben.
anders als in der Realität. Hier will er bleiben, sehr cool. Aber ich will gerne mal gucken, wie das jetzt ist mit der, wie wir da jetzt irgendwie Miroslav Klose kontaktieren können. Oh, Trainingsverletzung. Für Santiago Garcia. Er wird für 7 Tage ausfallen wegen einer Leistenzerrung. Na. Und Gebre Selassie möchte gerne wechseln. Bitte geben Sie mir diese Möglichkeit, indem Sie mich verkaufen. Müssen wir wohl tun. Wohl oder übel. Wollen tue ich es eigentlich gar nicht mal so, aber. Nun ja. So. Ein Transferangebot für Nils Petersen erhalten. Okay. Huch. Also die Knöpfe sind auch so eine Sache für sich. Ich will dich gar nicht löschen. Ich will nur. Was? Ach jetzt. Jetzt habe ich hier. Ablöse 10,5 Millionen. Was ist denn das? 10,5 Millionen bieten die ein. Bieten sie uns hier. Also das ist schon eine Stange Geld auf jeden Fall. Und da in der Realität Nils Petersen ja auch weggeht bzw. verliehen wird, bin ich schon fast geneigt, ja zu sagen. Machen wir auch einfach mal. Warum nicht? So, kann ich wieder zurück oder so? So, jetzt haben wir das angenommen, oder nicht? Ne, haben wir nicht. So, ich will jetzt gerne einfach nur annehmen und dann zurück. Aber wenn ich zurückgehe, dann ist es wieder weg. Also die Steuerung, die regt mich auch ein bisschen auf, ehrlich gesagt. So, ich habe es jetzt angenommen. Und ich hoffe, jetzt ist auch alles hier im Lot. Aber ich glaube es mittlerweile schon gar nicht mehr hier. So. Irgendeine E-Mail haben wir hier noch, die wir nicht gelesen haben. Okay, liebe Freunde, alles nicht so einfach hier. Ich hoffe mal, dass wir jetzt angenommen haben und ja, mal gucken. So, Selassie will auch weg, das wissen wir. Was? Transferangebot für Franco Di Santo. Was soll das denn hier werden? Sevilla, ja von wegen. Lehnen wir natürlich ab. So. Nils Petersen, schon wieder Transferangebot. Nö, will ich nicht annehmen. Ich möchte ja gerne das andere Angebot annehmen. Will ich auch nicht. Schon wieder ein Transferangebot Franco Di Santo. 8 Millionen Euro will ich nicht annehmen. Aber jetzt ist natürlich die Frage. Anscheinend ist es für Nils Petersen nicht angenommen worden. So 7,5 Millionen, das war es nicht. Das war es auch nicht. Das war es hier, glaube ich, ne? 10,5 Millionen. Ich will es annehmen, aber die Frage ist, wie kann ich das annehmen? So, jetzt habe ich das angenommen. Ach, da unten ist absenden. Ich bin auch so dumm. Boah, wie dumm ist das denn? Okay. Also jetzt habe ich es doch irgendwie hinbekommen, aber es war ja schon hier ganz hakelig. So, jetzt will ich uns auch noch hier Neuseeland haben. Als Cheftrainer, wie es aussieht. Ist ja hier auch echt eine teuflische Folge, wie es aussieht. So, 10 Millionen Euro, Franco Di Santo, Napoli. Also die bieten hier auch alles hier. Gegenangebot. So. Ich würde mal sagen, 15 Millionen, 16 Millionen. 16 Millionen ist auf jeden Fall ein guter Preis. 16 Millionen und 1.000. Klingt wie gut nachgerechnet hier, liebe Freunde. Hallo Trainer, ich glaube, ich wäre der richtige Mann, um die momentan freie Position von Petersen zu übernehmen. Ich finde, ich habe mich ziemlich verbessert und würde gerne über mein Gehalt sprechen. Okay, egal wer es will, mehr Geld haben. Nicht zu fassen, liebe Freunde. So, dann mal wieder weiter hier im Geschehen. Oh, okay, Neuseeland will doch nicht mehr. Okay, ist uns auch egal. So, wieder ein Angebot für Di Santo. 7 Millionen. Nee, mache ich nicht. So, was habe ich hier noch? Transferangebot. 11 Millionen Euro. Nee.
Nee, nee, nee. Schudubidu. So, ich will ja gerne mal gucken, was jetzt mit Petersen ist, ob der jetzt schon weg ist oder nicht. Also ich habe, ja, das Geld ist auf jeden Fall auf dem Konto. Das Geld ist auf dem Konto, das ist schon mal ganz klar. Das heißt, wir haben doch schon Möglichkeiten, uns hier zu verstärken. Das ist schon mal ganz klar. Das ist schon mal ganz, ganz klar, liebe Freunde. Was machen wir denn da mal? Was wir mal tun können, auf jeden Fall. So, Peru will wieder zurück. Will wieder zurückziehen hier. Ist uns auch egal. Wir müssen jetzt mal den guten Dingensen. Moment. Spieler verkaufen. Selassie. Das ist jetzt mal ganz klar hier. Wo haben wir ihn denn? Gebre Selassie. Da haben wir ihn. Auf Transferliste setzen. So. So wie es der gute Mann will. So soll es auch geschehen. So. Franco Di Santo wieder ein Angebot. 10,5 Millionen Euro. Das erhöhen wir mal auf 16, 17,5 Millionen diesmal. So. Und weg damit. Dann schauen wir mal. Wie viel Zeit haben wir jetzt eigentlich noch? Nicht mehr viel, glaube ich, ne? 11 Millionen. Das will ich aber gar nicht. Ich will nicht 11 Millionen. Ich will hier mehr. Wir lassen es einfach mal so. Bezahlen sie eh nicht alles. So, Selassie. Für 3.300.000. Nehmen wir an. Nehmen wir an, liebe Freunde. So. Das ist uns egal. Die Santo brauchen wir. Unseren Franco, den Gott. Den geben wir niemals her. Niemals. So ist er jetzt schon weg? Nee, noch nicht. Ich will jetzt das Geld haben und dann will ich einen Spieler kaufen. So. Und wir haben jetzt das Spiel gegen Hertha BSC. Noch bevor wir jetzt hier unsere Verträge abschließen können. So, Spieler verkauft. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir können jetzt noch mal ein bisschen nach Spielern schauen, bevor wir die Partie starten. Die Partie gegen Hertha BSC. So, wir haben zwei Mann weniger. Haben Petersen verkauft. Haben Di Santo verkauft. Quatsch. Selassie verkauft. So, was machen wir jetzt? Das ist hier die goldene Frage. Ich will mal versuchen, Spieler zu kaufen, möglichst. So. Und ich habe da jetzt auch so eine Idee. Und die nennt sich, einfach mal so ins Blaue geredet, Diego. So, wir schauen mal ganz kurz. Diego spielt bei Fenerbahce. 16 Millionen. Das ist natürlich viel zu teuer. Können wir uns nicht leisten. Nicht so wirklich. Heieiei. Nee, das können wir uns nicht leisten. Das können wir uns nicht leisten. Jetzt die Frage. Wen sollen wir kontaktieren für einen Kauf? Wäre ja eigentlich auch eine super gute Frage an euch, die ihr dann vielleicht zum nächsten Mal beantworten könntet. Ich überlege gerade selbst noch, was wäre schlau? Wen sollten wir uns versuchen zu angeln? Also wir haben knappe 14,5 Millionen Euro auf der hohlen Kante. Wobei. Momentchen mal, ich bin hier auch dumm. So, Moment. So, 17 Millionen, 17,5 Millionen. Lassen wir mal so. Moment, abbrechen. So. So machen wir das. 17,5 Millionen haben wir jetzt hier auf der hohlen Kante. Und dann gucken wir jetzt mal. Wir suchen noch mal. Beziehungsweise haben unseren Diego schon gefunden. Ach Mann, ist doch doof. Scheiß Steuerung. So, Diego. Dann gucken wir jetzt noch mal. Fenerbahce SK kontaktieren für den Kauf. So.
Und dann gucken wir jetzt noch einmal. Ich sag nur, dass wir noch mal gucken sollten. So. Er ist wahrscheinlich um die 19. Boah. Ein großzügiges Angebot. Ich kann nicht so viel anbieten. Ach, heieiei. 17 Millionen. Mehr geht nicht. So, Angebot absenden. Bin ich mal gespannt, was da kommt. So. Wir haben auch nicht viel Zeit vor allen Dingen. Ist der letzte Tag hier. Das heißt, wenn wir Pech haben, können wir gar niemanden kaufen. Ja, alles nicht so einfach hier. Wen suchen wir jetzt denn nochmal? Wir müssen jetzt mehrere kontaktieren. Klose geht ja anscheinend doch nicht. Also für den Kauf zumindest. Wie es aussieht. So. Ging vorher auch gar nicht. War noch keine Transferperiode, war wahrscheinlich, ne? Aber ich bin ja auch dumm. So. Was machen wir denn da jetzt mal? Wir geben mal. Ja. 2 Millionen Euro. 20 doch nicht. 2 Millionen. So. Wir sind mal gut drauf. Und hoffen auf irgendeine Reaktion. Ich will ja gerne mal Hand ansprechen. Geht aber nicht. Wie gesagt, geht leider nicht. Wir können es nochmal probieren, aber das wird, glaube ich, nichts bringen. So, Hand. Hand und Fuß hat das jetzt hier. So, nee, geht nicht. Natürlich nicht. Ja, liebe Freunde, ich denke mal, so weit, so gut. Ich denke gerade fieberhaft nach Pizarro, geht auch natürlich nicht. Özil, ja, Özil wäre natürlich jetzt super. Aber der hat natürlich auch einen Marktwert, der uns hier über, huch, der unser Vermögen übersteigt, bei weitem. So, Özil. Ich will doch nur Özil hier eingeben. Geht nicht. Ja. Das geht wohl nicht. Moment. Das Ö geht nicht. Muss ich halt so machen. Özil geht aber nicht. Bin ich jetzt dumm? Also das ist ja wohl echt doof. Ach, Herr Jemine. Der ist eh zu teuer. Liebe Freunde, ich denke mal, so weit, so gut. Die beiden Spieler sind kontaktiert. Und ja, falls ihr noch Vorschläge habt, dann her damit, aber möglichst fix. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter, und zwar gegen Hertha BSC, oder? Genau, Hertha BSC. Und dann ist auch fast Schicht im Schacht. Dann muss oder wird hier sich entscheiden, ob wir noch jemanden kaufen können oder nicht. Das alles also beim nächsten Mal, und bis dahin, macht's gut.